Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play. Gucken wir mal, was Kani Mani in unserem Team so treiben kann. Ich bin gerade mit einem Low-Level Pixelmon. Nehmen wir einen Hyperball. So. Jo, wir sind bei einem Starter-Pokémon von der zweiten Gen. Und das möchte ich gerne fangen. Tja. Wir haben immer noch keinen Status. Doch, wir haben einen Pokémon-Status weg, stimmt. Okay, es ist ein bisschen schwieriger zu fangen. Also wechseln wir mal kurz, wenn es geht. Welches Level wird das? 16, okay. Ja. Da ist es, Smackpo. So. Komm schon, nicht sterben, gell? Okay? Ja. Gut, ich bin ja momentan immer noch ein bisschen beschäftigt mit meiner Krankheit. Also die schwierige Krankheit, die MECFS-Krankheit. So, und es kann einfach... Hä? So, jetzt ist es pausiert. Okay, dachte schon... Ja, der Pixelmon ist ein bisschen buggy gerade gewesen. Mit dem Balken unten, also mit der Anzeige und so. Okay. Also eben diese MECFS-Krankheit ist jetzt gerade schwierig bei mir und was? Immer noch? Hat es überhaupt eine Attacke? Vielleicht Tackle, ne? Guck mal. Könnte das sein? Oder Blubber. Ich weiß gar nicht, was Kanimani damals hatte. Es ist ja ein physisches Wasser-Pokémon. Und kein Spezial. So, jetzt lass mich doch einfach... Machen wir wieder Superball. Superball habe ich irgendwie das Gefühl, sind für Low-Pokémon besser. So, und wir müssen noch dieses Nimkada leveln. Damit Ninja Tom rauskommt. Dafür brauchen wir ja die Pokébälle im Inventar. Und, Wingull, du fliegst ein bisschen tief. Hä? Jo, ich möchte auf das Schiff. Auf das Flugschiff. Und da gibt es noch ein Portal. Gehen wir doch zuerst mal kurz zum Portal. Ich weiß gar nicht, ist eine Leiter dort? Wie komme ich denn zum Flugschiff hoch, ohne mich hochzustecken? Also eigentlich dachte ich... Ich hatte das letzte Mal eine Leiter entdeckt, aber da gibt es keine Leiter. Ist es jetzt nicht generiert worden? Dann gehen wir später aufs Laufschiff oder ja, sammeln halt ein paar Blöcke. Ich denke, ich sammle hier ein bisschen Sand. Ja. Dann komme ich schon hoch. Aber das müssen... Doch, ist... Nein, das ist der Balken, der Wegpunkt-Balken, genau. Also... genau. Ich habe hier noch ein paar Sachen. Gut. Die Feinwegeplatte will ich aber auch. Ja, ich will alles mitnehmen. Ich weiß nicht, ob dieser Totem hier etwas bringt, aber ich will den jetzt nicht unbedingt im Inventar haben. Naja. Schade, dass wir hier ein bisschen hochstecken müssen. Aber ein Luftschiff ist... Jo, hat ein Luftschiff und kein Bodenschiff. Gut. Ja, ein Flug-Pokémon haben wir auch noch nicht. Sie sind einfach sehr spät. Jetzt müssen wir ein Dodo fangen ohne Flügel, damit wir fliegen können. Und ich habe auch nachgeschaut, Trainer ein bisschen angeschaut. Ich habe einen Trainer besiegt, der war Level 5. 96 Dollar. Poké-Dollar haben wir bekommen. Jo. Easy. Schaffen wir. Wir können bald fliegen. Und wir können bald irgendwie VM fliegen oder so holen. So, ich weiß gar nicht, wie viele Blöcke wir brauchen. Sollen wir schon riskieren, hochzukommen? Ja, wir können ja den Sand wieder abbauen und dann rieselt er wieder runter. Ich glaube, das geht schon mal. So, was haben wir denn hier? Da haben wir schon... Ja, dieser eine. Nicht Hammer, sondern Schuss.
Knallkrebs. Okay, gut. Danke, liebes Spiel, dass du mich so nervig nach oben stecken lassen musst. Oh, was ist denn das für ein Pokémon hier? Wo ist es hier? Dieses Grüne da oben rechts. Jetzt ist es weg. Es ist despawned. Irgendwie so ein komisches hellgrünes Pokémon. Ah, da ist noch dieses Schwein. Ja. Noch mehr Schweine. Das ist die Vorentwicklung, das ist die Nachentwicklung. Die zweite Entwicklung. Okay. Ich mich ein bisschen. Nein! Idiot. So, also wir haben genug Blöcke. Geht nur einige Zeit. Meine Güte, wieso? Ich hätte mich hoch Ding sollen. Wieso haben wir Sand? Wieso fallen wir so verdrunter? Sand sollte einige Zeit bleiben und dann runterfallen. So, jetzt aber ist. Jetzt ist. Dieses dumme Luftschiff ist so dumm gemacht. Okay. Schutz. Ich hätte das anders gewollt, aber danke schön, Schutz geht auch. Oh, what? Ah. Magnet. Das sind nur Plasma-Sachen? Ja, danke schön. Du mir auch. Eieieiei. Der Pokémon-Loot ist so anstrengend, stimmt. Wer braucht so viele Feuerkugeln? Das ist nicht so meins, aber das Tafelwasser ist meins. Tafelwasser ist gesund. Mit vielen Spurenelementen. So. Rubinhammer, okay. Und Rosehammer. Ah, eine neue Schaufel, cool. Dankeschön. Haben wir noch irgendwas? Ah, ich kann diese Sache nicht mehr reintun. Ach komm, hey. Luftschief. So, da ist ein Ding. Oh. Also, was haben wir für Loot? Das ist der Loot, sogar eine Kamera habe ich gefunden. Ja, und das ist der Loot. Zwischen dem letzten Part und diesem Part. So, die Sachen müssen wir natürlich hier reinlegen. Wieso kann ich Goldblock nicht hier reinlegen? Weil die Kiste voll ist. Ach ja. So Blattstein, Sonnensteinscherbe. Nicht hier rein tun. Wir haben Fleisch und Dick. So viel Brot. Genau. Hier muss ich nochmals Kieferstein und so rauslegen. So. Oh, Sand haben wir ja gefunden. Genau, und hier habe ich zum Beispiel Blattstein Sachen. Dann haben wir die hier rein. So. Ah ja, unbedingt das noch leeren. So. Also, dann brauchen wir mal hier. Dann brauchen wir mal nichts mehr. Feuerkugeln auch nicht hier. Also zuerst einmal hier Sachen reinlegen. Feuerstein ist ja da drüben. Oder diese Feuerjuwel. Hier. Das Feuerjuwel. Da kann man es richtig sagen. So, das haben wir hier. Und Steinknopf, weiß ich gar nicht, wo ich denn. Ach komm hier. Und diese Feuer, die müssen wahrscheinlich auch noch. Ja, 15 schon. So. Und eine Angel mit Haltbarkeit. Ja, hier können wir ja noch kurz lassen. Warte, hier Schutz besteht. Unser erster Schutz. Das ist da nicht stackbar, das auch nicht. Was ist das? Taubsi. Nur ein Taubsi. Ich glaube, hier ist auch wieder voller
Dafür war es eine Schatzkarte. Oder haben wir noch? Das da. So. Und geschafft. Luftschiff da. Mein. Du blöde Mod. Blöde Teleport-Mod, du. Okay, immerhin haben wir das entdeckt, was ich sonst nicht entdeckt hätte. Ja, das ist Wolle. Ja, ey. Dankeschön. Wie manche Mods einfach so mega nerven können. Okay, gut. Ja, nicht mega, aber. Und ziemlich, ja, unnötig schwer sind. Also Kanimani, du kommst eigentlich ins Team. Ach komm, die geben sowieso keine Items scheinbar. Und Labras eigentlich auch. Ich will mal schauen, wie das aussieht. ich will mal schauen. Kann ich das schon hier an Land betreten? Wahrscheinlich schon. Ne? So. Der mächtigste. Der mächtigste Held. Ich habe eine Schildkröte gefangen. Ich bin Drago. Und der beste Pokémon-Trainer. So. Okay, Diamant. Cool. So, Eisen auch. Das ist gut. Besser als die anderen. Denke ich mal. Also. Haltbar. So, dann nehmen wir noch. Die Fuji-Filme nehmen wir nicht mit. Fuji-Film. Die Farm. Schon. Wer hat den Trainer hier eigentlich gelassen? Level 45. Nicht so gut. Ach komm. Also so langsam ist es nur noch ein Running Gag. Hi, Demonai. Ich will auf die leeren Karten. Heide, Heide. Rubinhacke, die muss ich mitnehmen. Silber haben wir nochmal. Jo. Okay, da haben wir noch diese Feder. Und Klasse, nehmen wir nochmal mit. Hier haben wir, aber hier in der Ecke glaube ich nicht. Gott, ich bin jetzt gerade so ein bisschen total durcheinander. Lauter Alten immer wieder. Ja, können wir es vergessen. Immerhin da die Ewehen. So. Also, das Luftschiff ist nicht so interessant gewesen. Tut mir leid. Ist aber einfach so. Und das. Kerzen, ja. Meine Güte, ich muss das immer wieder lernen. Ich kann die nicht abbauen. Also, ich habe Behutsamkeit. Ich hätte Behutsamkeit drauf. Auf einer Schaufel. Und da oben ist nichts. Also gehen wir mal nach oben. Oh. Ist hier auch. Was ist das? Grünes Band. Ja, wow. So das? Ja, ich werde dich schon noch besiegen. Den Stuhl nehme ich aber mit. Den darfst du nicht mehr haben. Der wird konfisziert, wissen die Polizei, genau. Irgendwann mal spielen wir Polizei und machen dieses Luftschiff kaputt. Wir konfiszieren es. Also gehen wir wieder runter. So schade, dass einfach so Sachen unnötig gestreckt rumliegen, oder? Man will sie sehen und will sie entdecken, aber es ist einfach nichts Schwarzes. Und tschüss. Okay. Aber jo. So. Also. Dann, ja. Wir müssen kurz zurück. Hm? Ja, gut. Wir schwimmen zuerst einmal. Mit dem Boot gehen wir nach Westen. Immer weiter und farmen unser Zeug für die schöne Villa. Für die Villa.
Ja, ich suche immer noch dieses Barschwa. Oh, Ultradimension. Ich will endlich in eine Ultradimension. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ja. Also, wir farmen, also wir leveln jetzt das Amberobarethos. Ninshada hat den EP-Teil. Okay, gut. Oh, bin ich glücklich. Also bin ich wenigstens langsam wieder gewesen. Wie sagt man dem? Stolz, also nicht stolz, nein, nein. Das ist ganz ein falsches Wort. Loot, 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 Loot. Ich bin sozusagen einfach jetzt gerade wieder in einer Zielgeraden, wo ich sagen kann, ja, jetzt geht das Projekt wieder ein bisschen schneller vorwärts. Bisschen, es ist immer spannend, es ist immer cool. Aber ein Meister. Wenn ich den jetzt durch diesen Scheißbug verloren hätte, meine Güte, ich habe einen Meisterball. Katastrophal, hey. Die Items verschwinden einfach aus dem Inventar, wenn es voll ist. Okay, wir müssen hier weiter 3 machen. Hier ist sowieso ein Turm. Hier möchte ich schon einen Wegpunkt noch haben. Und ja, diesen Loot werden wir jetzt nicht holen. Was ist das? Schwarzer Bow ist. Hey, endlich gibt es diese Pilze. Meine Güte, die sind so beliebt. Weiter 3. Also, wenn ihr Bow ist, diese langen Röhrenpilze findet. Jo. Also wir haben sie überall hier. Aber esst sie mal. Stirbt. Werdet vergiftet. Nein, natürlich nicht. Also nur die richtigen nehmen. Ja? Also Meisterball. Ich brauche jetzt momentan nicht. Ja, da ist auch voll langsam. Meine Güte. Da haben wir ein paar Items. So. Und da auch nicht. Also da können wir ein paar Items reinlegen. Aber Eisenfalltür. Grünes Banner, der Schatzkarte. Und wo sind denn diese Sachen hier? Okay. Wo sind denn alte Krone? Da. Ja. Also Feuerstein, Mondstein. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht, die Sachen tue ich ja rausnehmen, diese Sticker-Fotos. Okay. Und Wasserstein zum Beispiel. Gibt es noch einen anderen Stein hier? Scheinbar nicht. Münzamulett haben wir aber noch. So, mehrere Galoppas, mehrere Tauros. Ja. Gut, dann schauen wir mal kurz auf die Karte. Ich habe immer das Gefühl, shiny irgendwo. Ah, das ist wieder dieser Rockvogel. Der Rockvogel. Kennt ihr den Rockvogel? Genau, ins Nether gehen wir noch kurz dann. Denke ich mal. Ihr Boot. Boot des Unzerstörbarkeits. Der Unzerstörbarkeit. So, Dankeschön fürs Abernten. Immer schön, toll. Und was ist das? Ist das dieses Pedo? Nein, das ist Innercore. Oder lieber Pedo Panda. Wir sehen. So, wo haben wir denn eigentlich hier? Ja, im Trainer, aus also dem Trainerturm. Die waren eigentlich dort, wo der Celebi-Schrein war, ein bisschen öfters. Und in diesem Dorf, das irgendwo hier unten ist, hier, da gab es Trainer. Die waren aber alle zu hoch. Deshalb lieber irgendwie, gehen wir doch zu diesem Boot, zu dem Fischerboot. Ja. Tjo. Aber irgendwie ist der Pixelmon-Mod halt noch nicht so gut ausgearbeitet. Manche Sachen sind zu oft, manche Sachen sind nicht oft.
Und ein legendärer Boss. Der legendäre Strabuckel. Der Strabuzuckel. Ich bin auch ein Zwockel. Kennt ihr Zwockel? Das ist ein anderer Name für Kumpel. Einen kleinen Kumpel, glaube ich. Ein kleiner Sportsfreund. Seid ihr auch ein Sportsfreund? Diese Winkel sind groß. Schwamm drüber. Ich glaube, ich will ein bisschen Schwamm abbauen. Wir mitnehmen Schwamm. Oh, das ist ja ganz viel Wasser drin. Nein, nicht bei mir. Das macht das Abbauen wieder schwieriger. Ja, so, so, so. Tschüss. Wo gehst du wieder hin? Es hat niemand gesagt, du musst unter Wasser gehen. Ist das früher noch so der Fall gewesen, dass die Boote durch Wasser runtergingen? Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch ein Bug. Und du bist nicht so groß, hey, weil man. Ah, endlich habe ich die Weiterentwicklung. Cool. Ich muss. Oh, ah, bang. Hey, geht das überhaupt mit dem Ruckeln? Also, einen Schwamm drüber muss ich jetzt nicht haben. Ja, es ist irgendwie heftig verbuggt in dieser Version. Boote sind Kaka. Ich möchte nur kurz ein bisschen looten. Meine Güte, ist das so schwierig? Es tut alles irgendwie nach unten treiben, habe ich so das Gefühl. Was würde hier unten? Ja, seht ihr? Die hat man fast nicht eingesammelt. So, gut. Ein bisschen mehr Arbeit ist halt nötig. Manchmal. So, wo ist dieses Loser-Tat-Sardine? Loser-Din. Das ist wieder so ein cooles Boot. Das ist ein Eukalyptus-Boot. Das will ich mitnehmen. Nein, blaues Bärenboot. Ich möchte ein Regenbogen-Eukalyptus-Boot. Das ist mein Ziel. Das mache ich in diesem Partner. Hey, wer hat diesen Loot generieren lassen? Der gehört gesteinigt. Mit Pixelmon spielen. Gefoltert. Ja, jetzt habe ich dieses Behutsamkeitszeugs nicht mehr. Oder? Genau das falsche. Das gehört für genau das falsche Item. Ah. Mathe. Ich brauche Mathe-Tee. So, was mache ich? Jo. Aha. Dachte ich mir. Dachte ich es mir doch. Manchmal braucht man einfach die richtigen Dinge. So, wunderbar. Leider haben wir nicht so viele Pixelmon-Item. Dann haben wir hier, oh, noch was eigentlich noch. Herzschub ist auch immer gut. Wasser. Zauberwasser, genau. Ja. Meine Güte, diese Bänke. Viel zu viel Loot. Viel zu viel Loot. Also, wo haben wir Weilort wieder? Das Loser-Ding. Diese Loser-Sardine. Ah, ich will aber Weilort. Kein Weilort mehr. Hat ausgedient. So. Jo, ich wollte in diesen Part eigentlich noch. Also das nehmen wir mit. Mit schwer zu fangen. Ja, nehme ich nicht mit. Pixelmann macht mich gerade ein bisschen deprimiert. Ich kann so viele Sachen nicht machen. Naja, es ist halt einfach momentan wieder ein bisschen gestreckt. Der Mod ist halt schon ziemlich streckend. Nach so einem Langzeitprojekt, oder? Okay. Ich sage jetzt mal nichts, aber. Okay.
Okay, immerhin funktioniert das jetzt wieder. Anständig. Was ist das? Okay, Boden. Bodenattacke. Interessant ist das. Boden, wusste ich nicht. Die muss ich ja draußen lassen. Ja, Running Gag. Nein, nicht Running Gag, einfach nur blöder Witz. So, dort ist ein Teil. Gut. Endlich mal. Sicher so Level 500. Eigentlich könnte man im Pixelmon das Level auch hochschrauben. Wenn wir einfach Level 100 Pokémon haben, machen wir das einfach groß. Ich schaff das nicht. Wieso? Lapras, kannst du ihn besiegen? Kannst du sie besiegen? Du bist ein. Du hast sicher Elektro-Pokémon, also lassen wir es. So wie das Pikachu-Hoodie hat. Ne, wollen wir die Trainerin nicht angreifen. Schade. Hätte ich gerne gemacht. Rotomove. Irgendwie kenne ich Rotomove gut. Also habe ich so vergrößt. Das ist der Rotomove. Sassian, das ist doch eines der. Wo in der Nähe? Da unten seht ihr, ja. Legendären Hunden. Also nicht die kein zwei, sondern später. Das ist dieser wie heißt der andere? Der große Zentarian. Wo ist es? Was ist das? Ja. Ja, das ist dieses. Ohne Schwert und Schild. Okay. Geil. Ja, ist gut. Ist gut. Ich hab dich. Ich hab dich abgenommen. Nicht aufgenommen. Abgenommen. Gut, heute ist wieder ein bisschen leer. So, eines meiner Lieblings-Pokémon. Weiß nicht mehr, wie es heißt. Es ist einfach dieses Schwimmhilfe-Pokémon. Es muss noch schwimmen lernen. Da, Bambalin, ja. Och Gottchen. Das sind noch Zeiten gewesen. Ich wollte Gen 4 haben. Nein, Gen 6, glaube ich, oder 5. Nee, Gen 5 ist es, glaube ich. Ich wollte es unbedingt haben, weil ich die Gen 4 nicht spielte. Hatte aber kein Geld für ein Nintendo DS. War dann das. Ja, als arm eingestuft. Ich wollte einfach sagen, dass ich sozusagen ja, es dann einfach nicht gekauft habe. So. Weil ich manchmal auch ein bisschen arm bin. Lieber im Gehirn haben als auf dem Konto. So. Gut. Dann ja, laufen wir einfach durch, denke ich mal. Oder wir generieren jetzt mal wieder kurz Pokémon. Geht halt immer einige Zeit, bis alle generiert sind. Das ist wirklich ein paar. Die generieren gerade nicht gut Pokémon. Je nach Gegend, also je nachdem, wie viele Spawnplätze sie haben und so. So, und ich wollte ja noch etwas machen im Lager. Deshalb machen wir hier einfach wieder W4. Gehen zurück. Und ich wollte. Ich wollte kurz mal mit Lapras surfen. Kanimani, du bist ja in meinem Team. So. Okay. Also bist du auch ein Tagträumer? Nein, du bist der Tagträumer gewesen, gell? Ich kann gar nicht mit. Das buggt, das ist so klein, das buggt einfach mit mir. Unter Wasser. Es ist zwar auf dem Wasser, aber es ist so klein. Es kommt nicht mal mehr raus. Hallo? Bist du? Dieser Mod ist so verbuggt. Wieso kannst du nicht schwimmen?
Es kann nicht schwimmen. Es ist ein Wasser-Pokémon, kann aber nicht schwimmen, nur tauchen. Okay. Aber jetzt haben wir noch rum. Aber Kanimani, du kannst. Du kannst wenigstens schwimmen, oder? Jetzt bist du ja Quapsen. Ja, irgendwie auch nicht. Eine Schmerbe, genau, die gibt es auch noch. Gen 3. Ja, irgendwie. Irgendwie geht heute nichts. Ich glaube, die Pokémon können nicht schwimmen, weil einfach irgendwie was gerade schlecht geladen ist. Okay. Ich wollte eigentlich einen Quapsel. Level 21. Ich wollte einen Quapsel. Oh je. Immerhin besiegt es uns nicht. So. Ist zu klein. Turboball einfach einsetzen, aber es wird wahrscheinlich nicht gefangen. Weil es sind nur noch zweimal, denke ich mal, stark. Viermal sonst beim ersten Mal. Also dann machen wir doch mal Versuch. Nein, Mann, ich will nicht dort rein. Ich will nur. Ich weiß nicht, glaube ich, früher war es da links und ich will immer dann wieder links. Die Attacken einsetzen. Nein. Lieber nicht Quaxel kommen in unser Team. Ich will nämlich so einen Frosch-Quaxel. Dafür muss ich irgendwas ihm tragen geben und dann muss er. Ja, also wir haben's. Da haben wir noch diesen Hecht. Störer oder so. Was weiß ich glaube, es ist so. Barschuft ist auch wieder das Falsche. Ich brauche Barschuft. Du bist Tikuda. Du bist ein Barracuda. Ja. Und. Ja. Ein Picken Barracuda. Du bist aber auch kein. Du bist so ein fettes Vieh. Das Riesenschmerbe. Ja, Goldini auch. Meine Mutter ist Goldini. So, tut mir leid, Mutter. was soll ich mit diesen Feuerkoran-Sex? Ja gut, werden wir ein paar, ich sortiere den einfach hier rein. Ich glaube, ich mache eine Fischkiste hier mit Schwamm drüber. So, ja, dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.